Hallo liebe Whisky-Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier beim Kanal von Whisky Evening. Mein Name ist André und heute begrüße ich euch gemeinsam mit dem Einhorn hier. Ich habe leider kein anderes, ne? Aber warum? Weil das Wappentier des Whiskys ist, den ich heute vorstellen will. Von welcher Destillerie, um welche Destillerie handelt es sich? Na, wo tun wir das jetzt hin? Es handelt sich um die Destillerie Vetterkern. Und zwar geht es da hier heute um die Abfüllung vom unabhängigen Abfüller Signatory Vintage. Vetterkern 12 Jahre, speziell für die 6. Tarona Whisky Messe. Also speziell für die abgefüllt, für die Messe, die also letztes Wochenende stattfand. Deswegen, wenn ich das Video hochlade, mache ich auch kein Video jetzt zum St. Patrick's Day. Ich denke, da werden sicherlich viele sich drauf stürzen. Wenn man sich später anschaut, ist ja dann auch egal, ob der jetzt St. Patrick's Day war oder nicht. Ich schenke erstmal ein. Und ich habe mir auch ein neues Glas geleistet. Das ist eins so ähnlich wie dieses Master Blender Glas. Ich weiß nicht genau, wie es heißt. Das Gläser-Tasting-Video wird heiß erwartet übrigens. Lutz, ich denke mal, wir müssen langsam mal eine Art dran machen. Ja? Das ist aber auf der Messe geblasen worden vom Glasbläser vor Ort. Ich will es jetzt mal mit einsetzen, weil mein Freund Miro, der schwärmt ja davon. Obwohl ich, als ich es mal kurz probiert hatte beim Lutz, nicht so begeistert war. Aber mal sehen, wie es heute wirkt. Tja, ich blende natürlich hier oben auch mal ein oder da. Ich weiß nicht, wo es kommt. Ich glaube, da kommt es. wann es dann zum Whisky geht. Denn vorher sage ich noch mal kurz was zur Messe, zur Tarona. Dann sage ich natürlich noch ein bisschen was zur Destillerie Vetterkern Vetterkern wird die wahrscheinlich ausgesprochen, immer auf der zweiten Silbe betont. Vetterkern. Und dann komme ich natürlich irgendwann zum Whisky, ganz klar. Und ja, jetzt kommen wir erstmal zur Tarona. Die Tarona Whisky Messe fand jetzt zum 6. Mal statt und die haben seit einiger Zeit auch, ich glaube erst seit der 5. Messe, oder hatten sie vorher schon, da weiß ich, habe ich es nicht mitgekriegt, eigene Messeabfüllungen. Und ja, wie das eben so ist, diesmal haben sie 2 Stück gemacht, weil die beim letzten Mal total schnell vergriffen war. Und war übrigens nicht so mein Fall, weil es war so eine Sherry-Bombe, die einfach, ich rieche da gern mal dran, aber ich habe die so Sherry-bombig gewesen, die mir, da ich habe da gar keine Lust drauf, den zu trinken. Und diesmal hat mich gefreut, haben sie 2 Sachen zur Auswahl gehabt. Einmal einen, den ich heute probiere, Vetterkern 12 Jahre, im Bourbon-Fass gelagert. Und die zweite Flasche hier, die öffne ich natürlich nicht, denn die habe ich für meinen Whisky-Freund Manuel besorgt. Und du siehst hier, Manuel, 11 Jahre, Glenallachy, Single Cask aus dem Hause Signatory Vintage, ist schön von der Farbe her. Richtig schön. Ne? Für 11 Jahre wunderbar geworden. Ich stelle nur wieder hierher, dann kriegst du natürlich dann deinen Manoc Moor 25 noch. Da ist Gott sei Dank noch was drin geblieben bei der Messe. Und hier habe ich mir, damit ich immer weiß, so stichpunktmäßig, was ich noch sagen will, ein paar Flaschen hergestellt. Ne? Da ist noch was drin geblieben in einer anderen Flasche. Die habe ich jetzt wieder neu besorgt, noch für jemanden. Die wurde leer getrunken. Laphroaig 28 Jahre. Ich wurde überwältigt von der Nachfrage nach diesem Whisky. Denn man macht sich natürlich bei so einer Messe vorher mal Gedanken, was schenkst du aus? Ich habe glücklicherweise die Möglichkeit, Laphroaig auszuschenken. Und letztes Jahr hatte ich dann das erste Mal den 25-jährigen Whisky dabei
der schon 350 Euro oder was kostet. Und der hat dann 3 Tage durchgehalten und am letzten Tag war wirklich dann der letzte Rest von jemandem erworben worden. Auch ein Stammkunde übrigens und bedanke ich mich auch immer, dass er immer wieder mal an unseren Stand vorbeischaut. Und diesmal war es aber so und deswegen muss ich den besorgen. Ich hätte von diesem Whisky, weil der so gut ist, an dem ersten Freitag, der ja nur von 16 bis 23, bis 22 Uhr geht, 3 Flaschen verkaufen können, nachdem die Leute probiert haben. Ne? Und das Kuriose ist, die Flasche wurde von den Besuchern des ersten Freitag, also des ersten Tages, schon fast geleert. Ihr müsst euch das überlegen, das ist natürlich eine kostspielige Sache. Natürlich günstiger, man trinkt mal so einen Dram und man kann dann sagen, schmeckt oder schmeckt nicht, als dass ich mir die Flasche vielleicht nach Hause hole für 475 Euro, 500 Euro. Also zwischen 450 wird schon knapp. Ich glaube, irgendwo 470 habe ich schon mal gesehen. Wie gesagt, bei mir 475 und ja, 500 Euro aufwärts kriegst du natürlich, kriegst du auch irgendwelche Shops mit 600 Euro, ganz klar. Und ja, es ist immer interessant, solche außergewöhnlichen Whiskys auf der Messe zu probieren. Obwohl bei Laphroaig hat man wirklich die ganze Palette dabei. Und da sind viele außergewöhnliche Whiskys dabei. Ich habe schon ein paar vorgestellt, ne, den Loa zum Beispiel. Und was diesmal jetzt auch nachgefragt worden ist, ein paar Mal, war der 1815, der eigentlich sonst bei den meisten gar nicht so topmäßig ankommt. Aber die Flasche ist nur noch ganz wenig drin. Vielleicht mache ich noch ein Video davon oder ich genieße ihn einfach so mal still. Ja, das war zum Laphroaig. Generell natürlich habe ich mich über jeden gefreut, der an unseren Stand kam. Wir haben ja ein breites Sortiment. Der eine oder andere hat auch gesagt, na, das ist ein bisschen unübersichtlich. Gut, muss ich mir noch was einfallen lassen, wie wir den Whisky in Zukunft präsentieren. Wir haben schon immer versucht, mit Lampen zwischendrin das etwas ersichtlich zu machen oder so. Wenn man jetzt davor stand, hat man erst Irland gehabt, ähnlich wie es auf der Landkarte ist. Wenn du jetzt vor der Landkarte bist, ne, hast du ja links Irland. Und noch weiter links hat man dann auch einen Rum stehen. Ja, Jamaika hat nur eine Sorte Rum dabei. Dann kam Irland. Und dann kamen die nicht rauchigen Speyside. Dann kam natürlich auch Annock mit ein paar Mischungen. Dann kam Highland Park. Und natürlich war zwischendrin auch eine, ganz klar Benriach Single Cask, habe ich etliche dabei gehabt. Auch peated, unpeated, ganz klar. Und immer ist nach rechts ist immer rauchiger geworden und natürlich ganz auf der rechten Seite hatten wir unseren Laphroaig positioniert und da war auch oftmals sehr viel Betrieb und dann hoffen wir nur, dass es also mit dem Nachbarstand, dass wir denen da nicht so viel Platz weggenommen haben, besser gesagt die Besucher, weil es ist klar, das ist ja ärgerlich, wenn du da, ne, deinen Stand hast und dann steht eine Schlange beim anderen Stand eigentlich an und bei dir nicht. Naja, das ist immer so eine Sache. Na, ja, das kann man aber vorher nicht wissen. Ich wusste ja auch nicht, dass der jetzt so begehrt ist. Ich habe ja auch gedacht, der hält 3 Tage durch. Aber es ist so, dass man also wirklich nur am Anfang. Sorry. Ja, aber ihr merkt, ich habe mich auch nach einer Messe irgendwie erkältet. Keine Ahnung, was ich da noch gemacht habe. Vielleicht war es doch zu lang nachts unterwegs dann dort, aber naja, egal. Die Woche hatte ich ein bisschen zu tun damit. Wo war ich stehen geblieben? Ich wusste wirklich nicht, dass der Laphroaig so begehrt ist und am ersten Tag weg ist. Ich hätte wirklich noch eine zweite Flasche gebraucht für den Samstag und für den Sonntag. Tja, ist nicht. Mal sehen, was wir nächstes Jahr machen. Ob wir überhaupt die Marke wieder haben, das will ich natürlich hoffen. Ja, was habe ich hier noch stehen? Belle Blaire. Belle Blaire, das ist ein letzter Überrest meines Handfill Bottlings, was ich mir im Oktober selber habe. Hier seht ihr, das muss ich irgendwann mal noch genießen. Da hatten wir ein wunderbares Wood Finish Tasting. Das ist ja mein Thema. Eigentlich schon seit ich bei der Messe dabei bin, machen wir am Samstag immer das Tasting exklusive Wood Finishes. Und ich kann euch versprechen, ich bin dieses Jahr mindestens zweimal und jetzt kam schon mehr Nachfrage. Vielleicht bin ich sogar dreimal dieses Jahr in Schottland und jedes Mal, wenn ich Destillerien besuche, ist schon immer im Hinterkopf, aha,
Nehme ich hier ein Handfill Bottle mit, nehme ich hier ein spezielles Wood Finishes mit, was ich vielleicht zur Messe zum Tasting anbieten kann. Und wir machen ja da über die Besonderheit, und das kam bei vielen Besuchern richtig gut an, dass man also auch mal das Originalgetränk, in dem dann, also wenn es jetzt ein Wood Finish ist von einem Pedro Ximénez Sherry, na, dann haben wir vorher mal einen Pedro Ximénez ausgeschenkt, damit man überhaupt mal weiß, wie schmeckt denn das Original eigentlich. Ne? Und da war jetzt noch ein Rest drin. Wir hatten aber, glaube ich, keinen Pedro Ximénez, wir hatten einen Oloroso. Und das war sogar, ach, weiß ich, Medium Dry. Und da kostet die Flasche auch irgendwie 28 Euro. Ja, jedenfalls, das ist ja egal, was die kostet. Aber das ist angeblich deswegen ein guter Sherry. Da war jetzt noch ein Rest drin. Ich habe den heute mal probiert. Du hast zwar in der Nase die richtig starken, kräftigen Sherry-Aromen, aber geschmackmäßig ist es doch nicht meins. Ich bin immer froh, wenn die Whiskys richtig gut in diesen Fässern gelagert sind. Da kommt wirklich ein ganz anderer Geschmack zustande als beim Original-Sherry. Also das ist jetzt nicht so mein Getränk, habe ich festgestellt heute. Dann hat man so Tannen dabei, Bourbon, haben wir natürlich mal einen Bourbon ausgeschenkt. Und was hat man noch? Mir fällt da, wir hatten ja vier. Muss ja da auf einer Stunde kompakt vier Whiskys verkosten. Und ihr wisst, das ist immer, das ist eine Herausforderung für mich. Ja, was war das noch? Also Bourbon, Oloroso Sherry, Sauternes. Was war denn deine vierte, den Marken? Glaubst du, ich komme da drauf jetzt? Ah, doch! Und zwar einer von denen, hier seht ihr meinen Finger, von den Kisten hier, Glenmorangie im Cider oder im Citre Fass gelagert. Der kam richtig gut an auch. Also übrigens, es kam ja eigentlich alle gut an. Ne? Und das Tasting war auch super. Also wir waren auch brillant. Steffen, nochmal schönen Dank. Und auch an unsere zwei Helferinnen, Heike und Susi. Also und das Team der Terona natürlich, die mittlerweile, muss ich keine Gläser mehr mitbringen, die also die Gläser zur Verfügung stellen, alles abräumen vom Vorgänger und hinräumen. Also das ist wirklich top gemacht mittlerweile. Das hat sich also so richtig gut entwickelt in den letzten Jahren, jetzt bis zur sechsten Terona. Das war, ist wirklich also bemerkenswert für uns auch als Aussteller. Es wird für die Essensversorgung gesorgt und solche Sachen. Das hat sich alles über die Jahre erst eingespielt. Vorher muss man immer selber sich um was kümmern, aber das ist wirklich immer besser geworden. Und ja, ich darf jetzt nicht so sehr loben, ne? Weil dann kommt nächstes Jahr Christian und sagt, André, du hast natürlich auch mächtig gelobt, aber die Standgebühr wird noch ein bisschen teurer werden. Ja, ne? Deswegen Bälle flach halten, nee, klar, absolut, Dank. Ja, das ist immer so ein Zwischending, was man da finden muss, ganz klar. Ne? Und ja, nächstes Jahr muss ich dann wahrscheinlich auch ein bisschen mehr auf den Keks gehen, denn dieses Jahr habe ich mich zurückgehalten, aber das Problem ist, wenn du denkst, es läuft alleine und du wirst schon berücksichtigt, dann hat man so Sachen, was mir nicht so gefallen hat, aber was sich dann natürlich dann als gut rausgestellt hat, ne? Wie zum Beispiel unseren Standort, ne? Wir sind in die Ecke verfrachtet worden, war im Endeffekt ganz gut, sind wir gut mit klargekommen, müssen wir nur dafür sorgen, dass wir nächstes Jahr an derselben Stelle sind, ne? Weil wir uns jetzt meine zwei Helfer oder meine drei Helfer, die übrigens auch top mitgemacht haben, die haben sich jetzt auch Gedanken gemacht, okay, was machen wir da mit dem Regal, wie bauen wir das nächstes Jahr auf, und ja, dass die Vorbereitungen laufen, ganz klar, ihr merkt also nach der Messe, also ja, nach der Messe ist vor der Messe. Ja, wir sind also nächstes Jahr wieder dabei, es sei denn, wenn sich die Standgebühren natürlich verdoppelt, da wird es schwierig, weil dann müsste ich, also dann muss ich 5 Laphroaig 28 ausschenken, ne, damit da was übrig bleibt. Aber wir wollen ja nicht jammern. Ja, dann ganz klar, es war super schön mit allen Besuchern, die bei uns am Stand waren und die auch sich mal geoutet haben und gesagt, übrigens André, ich schaue hier in deinen Kanal auch rein. Und dann habe ich oft natürlich gefragt, okay, was hast du schon mal geschrieben, wer bist denn du da? Ich habe noch gar nichts geschrieben, ich bin nur stiller Mithörer, aber bleib dabei, mach so weiter. Ja, jetzt habt ihr nur davon, jetzt mache ich weiterhin 30 Minuten hier, ne? Tut mir leid, Michael, du schaffst es nicht. Andere waren so ehrlich, die haben gesagt, André, also
Wir schauen uns die ersten 2 Minuten an und die letzten 5 vielleicht, um ins Fazit zu wissen, wenn er dir schmeckt, dann ist es gut. Ne? Ist alles in Ordnung? Ne? Mit allen kann ich leben. Ja, das jedenfalls, es ist sehr schön, wenn man das, wenn man diese Gespräche da geführt hat. Natürlich hat man nie genügend Zeit, die Gespräche mit allen zu führen und ausgiebig genug, wie man es gerne möchte. Den einen oder anderen, den ich eigentlich wirklich nur über YouTube kenne, hier Witchmaster zum Beispiel, da stand man nur ganz kurz, dann bin ich weggeholt worden, dann habe ich sie nur noch mal von der Ferne gesehen. Ich weiß gar nicht, wie man muss gar nicht richtig verabschiedet oder so. Ich hoffe dann auch immer, dass es nicht blöd rüberkommt, ne? Aber du hast halt an dem Tag auch viel zu tun. Ich wollte natürlich auch öfter mit Axel zum Beispiel sprechen, Axel Ritt hier von Grave Digger, deswegen erinnert mich der Aureum dran. Das ist zwar nicht die Grave Digger Abfüllung, aber hier die von Grave Digger, die kenne ich übrigens, da war ich mal Ordner beim Queens of Metal Open Air. Das ist eine feine Truppe, die sind auch nicht so abgehoben und das hat man wieder gemerkt im Gespräch mit Axel Ritt, wo es um den Grave Digger, um die verschiedensten Grave Digger Abfüllungen bei Aureum geht. Was habe ich hier? Den werde ich demnächst mal verkosten. 5 Jahre den ersten Peated Whisky von Aureum und der ist richtig gut, der schöner Schinkengeruch und sowas. Habe ich hier abgestaubt und das ist immer schön am Sonntag natürlich. Ne? Da hat man manchmal das Glück, angefangene Flaschen zu bekommen. Leider macht das nicht jeder Stand. Bei uns ist es so. Ne? Deswegen wird auch immer, weil ich ja immer diese Woodfinishes von Benriach habe, das ist ja meiner hier, ne? Den ich zu Hause habe. Den habe ich schon gar nicht mitgenommen, weil ich gedacht habe, ich gehe doch nicht mit einer angefangenen Flasche. Ihr seht gar nicht. Ja. Ich gehe doch nicht mit so einer angefangenen Flasche dahin. Ne? Nee, wir haben eine neue Flasche aufgemacht und die ist auch schon bei Zeiten am Sonntag. Jetzt ist natürlich hier wieder kein Platz mehr. Die ganzen Samples, die da stehen. Am Sonntag gleich hat am Sonntag jemand mitgenommen. Andere Flaschen auch. Wunderbare Flaschen von Abfüller hier von Duncan Taylor, wo ich den überhaupt nächsten Samstag ein Tasting habe in Erfurt im Bierrufer. Da sind wir übrigens am Freitag dann abends noch versumpft bis früh um 2. Wunderbare Adresse in Erfurt, wenn ihr mal Bier trinken gehen wollt oder Whisky trinken gehen wollt, natürlich. Ne? Benriach Tasting, 5. und 6. April sind ausverkauft. Wegen dem Typ, der das macht. Ihr seht ihn gerade hier. Und Duncan Taylor ist noch nicht ausverkauft. Da sind also noch Plätze frei. Wenn, dann würde ich mich freuen, wenn wer aus Erfurt hier zufällig zuschaut oder wer da in Erfurt ist, der dann mal eine kurze Nachricht schreibt. Ne? Die Möglichkeit ist noch da. Das will ich jetzt als Werbung nutzen. Lang genug geredet. Was will ich noch sagen? Ja, also es war also ein wunderbarer, ein guter Erfolg, die Tarona. Und jetzt kommen wir mal zum Whisky. Hatte ich das vorhin schon erwähnt? Das war die 6. Tarona. Da haben sie 2 Abfüllungen. Hier haben sie es auch draufgeschrieben. Irgendwie ist es auch nicht so gut gelungen beim Druck. Na, wer 2 Flaschen gekauft hat, dann waren die dann hier im Doppelpack drin. Gab es schon eine schöne Tragetasche. Und leider Gottes. Und da war ich total entsetzt. Da habe ich gedacht, das kann doch nicht sein, sind die alle betriebsblind. Wenn ihr hier seht, was steht da überall drauf? Tarona, abgefüllt für die Tarona 5. Erfurter Whisky-Messe. 5. Ich dachte, das haben die gar nicht gemerkt. Hab natürlich gleich alle Welt verrückt gemacht, noch eine Woche vorher. Und dann haben sie gesagt: Ja, André, schade, dass du das jetzt so gesagt hast. Wir hätten vielleicht so einen Wettbewerb draus gemacht. Finde den Fehler. Ja, du, Leute, wenn ich nicht involviert bin und euch darauf aufmerksam machen will, ja, so bin ich halt. Habe wieder für ein bisschen Aufregung gesorgt. Ja, also es ist ein Druckfehler, können die nichts dafür, konnten sie nichts mehr ändern. Ist halt so. Fetter Kern, meine Damen und Herren. Riecht schon mal gut. Fetter Kern ist eine Destillerie in den westlichen Highlands. Jetzt habe ich die Karte wieder nicht da. Ne, die habe ich noch eingepackt. Die 1824 gegründet wurde. Und es ist die zweite offizielle
Lizenz zum Destillieren bekommen hat, nachdem natürlich erste war ja Glenlivet, nach dem Excise Act von 1823, also hier 1824, Vetterkern gegründet. Gegründet, ne? Ja, gegründet. 1887 gab es dann einen Brand und da haben sie 3 Jahre lang gebraucht, um es wieder aufzubauen. 1890 haben sie wieder destilliert. Und ich habe nichts gelesen von Schließungen, also durchweg produziert. Wunderschön soll die gelegen sein, auslaufend von den Grampian Mountains, die ja als Skiregion der Schotten hier bekannt sind. Und 1960 haben sie die Malzböden geschlossen. 1973 kamen die zu White & McKay. Deswegen, es gibt nicht viele Originalabfüllungen von Vetterkern. Oder zwischendrin hieß es, glaube ich, mal Old Vetterkern. Aber in den Blends von White & McKay findet ihr einen großen Anteil von Vetterkern. Na gut, vielleicht so groß ist er nicht, weil die Produktionsmenge ist 1,6 Millionen Liter. Ist also keine riesige Distillerie. Und ja, aber seit 2014 gehören sie zu Imperator. Imperator International Limited. Was sie sonst noch haben, habe ich jetzt gar nicht auf die Schnelle eruieren können. 4 Brennblasen haben die. Ja. Regelmäßig gab es immer einen Fior. Der hatte so eine komische Flasche, ähnlich wie dieser hier. Wolf of Butternoch. Das ist hier zum Beispiel einer von denen, die nie leer werden bei mir. Aber wie gesagt, die Flaschen waren einfach gigantisch groß. Die passen in keinen Schrank richtig rein. Viele Sherry-Finishes oder viele Sherry-Fässer finden da Anwendung. Die haben also 14 Dunnage Warehouses, also die berühmten gestampften Boden, Lehmboden Warehouses, 14 Stück. Da können sie also 32.000 Fässer lagern. Also das ist schon ein schönes Ding, worauf man zurückgreifen kann. Und 1989 schon haben die ein Visitor Center eröffnet, also zu besuchen. Ich war noch nie dort. Aber jetzt endlich zum Whisky. Slunge, Freunde. Ja, Bourbon gelagert, merkt man wunderbar. Die schöne Vanille, aber auch irgendwie eine Malznote kommt mit hoch. Jetzt habe ich so lange geredet, jetzt muss ich natürlich auch einen Whisky in 10 Minuten verkosten. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Der riecht schon so ein bisschen frisch. Der riecht aber auch wie diese, ach, wie heißen denn jetzt die? Was ich glaube, ich habe neulich die Bonbons gezeigt, diese, man kann immer sagen, Butterscotch, Scotch. Aber da gibt es jetzt die von Werthers, diese weichen Karamell. Ich sage jetzt mal Fatsches, aber es sind nicht keine Fatsches, sondern sind diese, die ihr kennt, diese Blombenzieher, die Karamellbonbons, die sind jetzt weicher gemacht, damit sie also nicht so in den Zähnen kleben. Das Dumme dabei ist, dass man dann mehr davon essen kann. Ja, mein Freund André, der fährt ja immer dort beim Werksverkauf bei Stork vorbei und bringt noch welche mit. Da könnte ich immer fuchsteufelswild werden, gerade wenn du mal wieder abnehmen willst, dann hast du so Dinger da. Und wenn du da mal anfängst, die schmecken so gut, kannst du nicht aufhören. Ja, so ein bisschen an den Geruch erinnert mich. Lange Rede, kurzer Sinn wieder, ne? Ja, absolut bourbon-mäßig. Schön. Also die Vanille ist wunderbar, da kommst du so richtig hoch. Vanillepudding. Aber ich merke hier auch ein bisschen den Alkohol, die mit 50%. Mal sehen, was unser neues Glas. Als ich beim Lutz hatte, das Glas, fand ich, da hat man den Alkohol viel stärker gemerkt. Finde ich jetzt bei dem hier wieder nicht. Ist auch nicht so, dass ich jetzt viel andere Aromen als beim Glencairn drin habe.
Also schöne Süße hat er. Und so ein bisschen nach diesem Gebäck. Shortbread oder Scones. Ja, Scones kennt nicht jeder, ne? Das ist so ein Zwischending zwischen Brötchen und Kuchen. Also meiner Meinung nach, ich weiß jetzt nicht, wie es gemacht wird, müsste ich mal meine Tochter fragen. Ich esse es ja nur. Ich glaube, der verträgt sogar ein bisschen Wasser. Jetzt ist nur die Frage, wo habe ich denn meinen... Ja, das ist auch so ein Ding. Ich muss jetzt so schütten. Die Pipetten haben Beine gekriegt bei der Messe. Aber wird das süßer? Wird noch süßer? Mit Wasser? Aber gefällt mir vom Aroma dann noch besser. Jetzt trinken wir mal aus diesem Glas. Es war, ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, wie das, was Miro immer hat, weil irgendwie kann man daraus nicht gut trinken, aber bei dem haben wir es probiert, es geht eigentlich. Also die Auswahl, die sie getroffen haben, das ist das Team von Gusto, glaube ich, oder hat, ich weiß nicht, wen er da einfach dazu geholt hat. Vielleicht auch, ich glaube, Thomas vom Whisky Club war dabei, vom ersten Whisky Club Erfurt. Und noch ein paar andere, also ich glaube 4 oder 6 Leute waren es, die das ausgewählt haben, die verschiedenen Sample-Proben. Der wird wirklich cremig. Richtig, richtig schön. Cremig und wie der mit ein bisschen Wasser hier. Schöne süße Aromen. So eine leichte Süße natürlich, ne? Ganz leichte Kräuternote auch dabei. Diese wie Malzbonbon. Und cremig. Schön am Gaumen. Ein Schuss Wasser. Ist er noch cremiger. Ist wirklich noch cremiger als der 50% jetzt mit dem Schuss Wasser. Ja, das war gut, dass ich den vor Ort probiert habe und dann gesagt habe, okay, ich nehme das Doppelpack. Wenn Manuel nicht alles will, dann nehme ich den Bourbon. Ja, das ist mein Geschmack, den sie da getroffen haben. Wie gesagt, fährt er gern. Hätte ich mir sonst auch nicht gekauft, wenn es nicht die Messeabfüllung gewesen wäre. Ich wäre ja nie irgendwo hin und hätte gesagt, ich muss unbedingt mal einen Vetterkern probieren. Denn da gab es einen Fior, da gab es glaube ich jetzt noch einen 12er und einen 28-Jährigen gibt es jetzt noch. Haben sie auch die Flaschen ein bisschen vom Design geändert. Aber das ist jetzt nicht so eine Marke, wo du hingehst und sagst, die will ich unbedingt mal probieren. Das ist genau wie bei uns am Stand. Ne? Also zur Flora und Fauna Serie, da sind nicht so viele gezielt hingekommen oder zu Glentoret oder zu Menochmore oder was hat man noch, Anok, ne? Ich glaube, es kam einer, der hat gesagt, ah, ich bin hier bei euch, da gibt es so Listen, wer schenkt was aus. Einer kam, glaube ich, der gesagt, ah, bei euch kann ich Anok probieren. Aber ansonsten sind es leider so unbekannte Destillerien. Obwohl vom Wenn noch was da ist vom 24-Jährigen, muss ich mal ein Video machen. Der kam bei unserem Raritäten- oder bei unserem Spezialitäten-Tasting am besten weg. Gegenüber Glen Scotia 25 und weiß ich, was ich alles dabei hatte. Octomore hatte viele Sachen dabei. Und der 24-Jährige Anok war der Sieger des Abends. Nicht mal mein Benriach war besser, ne? Da war ich jetzt nicht betrübt. Aber naja, was soll's. Also die Abfüllung ist wunderbar. Ja, ja. Ja, letzten Sonntag, was habe ich da gemacht? Früh. Ja, ich musste mal überlegen, da bin ich bis nachts um 2 unterwegs gewesen am Samstag.
Und irgendwann wachst du trotzdem früh um 6:30 oder wann auf, dann kriegst du schon die Nachricht auf dem Handy. Aha, der Whisky Club, Herr Thomas Siemeyer, hat wieder ein Video hochgeladen. Und vielleicht hätte ich es mir nicht angeguckt, weil ich gedacht habe, okay, muss heute nicht sein, denn wir hatten eine Ferienwohnung, die anderen zwei waren ja auch dabei, ich wollte die ja nicht stören. Und dann steht drin, dass er den Aaron 21 endlich verkostet hat, den er schon vor einiger Zeit bei mir erworben hat. Und natürlich habe ich mich aufs Klo geschlichen, ne, oder aufs, ins Badezimmer geschlichen und da das Video angeschaut, musste überlegen. Nichts mit Ruhe, ne, Sonntag früh, aber schön. Danke übrigens, Thomas, dass du mich erwähnt hast. Das hätte ich jetzt nicht so erwartet, aber freut mich natürlich umso mehr. Ja, und unser Vetterkern, der entwickelt sich wunderbar zu einem wunderschönen... wunderschönen Tropfen. Also die Auswahl, die sie da getroffen haben, den finde ich richtig gut. Der schmeckt mir wirklich besser. Ich habe ja den anderen auch probiert. Der hat mir noch mehr zugesagt als der Glencairn. Einfach, weil bei den Bourbon Whiskys ist es genau wie beim Belle Blair. Das ist so schön geschmeidig, schön cremig. Das ist, kann nichts anderes sagen als cremig. Und hier hast du keine anderen Aromen. Nichts angebranntes, wie du manchmal hast. Manchmal hast du so wie der karamellisierte Zucker auf dem. Wie heißt es denn damit? Creme Brûlée. Sondern hier hast du schön Vanille, Sahne, Dotte oder irgendwelche Sachen. Vielleicht ein ganz kleines bisschen Haselnuss. Hätte ich hier noch dabei. Also wer den Vetterkern hat, hat eine gute Wahl getroffen. 12 Jahre. Und es gibt davon nur 209 Flaschen. 11.04.2006. Also richtig gut ausgewählt. Danke an das Tarona-Team. Danke an alle Besucher. Und danke, dass ihr hier wieder reingeschaut habt. Auch wenn es heute jetzt beim Whisky noch kürzer war als sonst, weil meine Worte vorher zur Messe, aber die fand ich einfach, ich wollte die mal loswerden. Und ich wünsche euch eine gute Zeit, bleibt gesund, bis wir uns wiedersehen zum nächsten Tasting hier mit mir auf dem Kanal. Tschüss!